Hallo zusammen, ich bin Min oder MN gesprochen, ganz wie ihr wollt. Hallo, ich bin Min. Ich würde mal sagen, hallo, ich bin Min. Seit 10 Jahren bin ich jetzt als Min unterwegs und ich denke, 10 Jahre, das ist so eine lange Zeit, hätte ich mir niemals ausgemalt, dass ich auch überhaupt mit dem Namen Erfolg gehabt hätte. Damals habe ich ein Techno-Projekt gehabt. Das war Kaufmann und Ferdinand damals mit dem Label Kauf Musik. Und da waren wir in ganz Deutschland unterwegs gewesen, auch direkt vom ersten Release an. Aber nachdem wir 3 Jahre lang zusammen unterwegs waren und die Musik sich auch wieder verändert hatte und ich ja eher so ein bisschen aus der House-Ecke komme und nicht wie bei Kaufmann und Ferdinand eher viel Techno spielen wollte eigentlich, habe ich mich wieder dazu entschlossen, House zu machen und habe mir kurzerhand den Namen Min gegeben. Min ist einfach nur abgeleitet von dem Namen Markus Ferdinand, das M, Punkt, und aus Ferdinand das IN gegriffen. Der Punkt ist im Prinzip nur dazwischen, damit es ein bisschen cooler aussieht, war aber damals nicht so ganz durchdacht, aber ich hätte auch nie gedacht, dass es so ein großer Erfolg wird, denn durch M.in bei Google, was findet man da, ne? Damals sehr schwer, mich zu finden. Aber kackegal. Gleich mit dem ersten Remix, damals für Basti Coop, El Guitarro, hatten wir einen riesen Erfolg. Das war damals auch auf unserem eigenen Label, was wir zusammen betrieben haben. Und ja, dann kam auch die erste EP auf Off Recordings. Darauf war der Track New Orleans, den ich gemeinsam mit Bastian Schuster gemacht habe. Dieser Track ging direkt durch die Decke, wurde auch von vielen großen Labels wie Defected oder Ministry of Sound angefragt für große Compilations, mussten aber leider ablehnen, weil den Track, den wir gesampelt haben, ist tatsächlich 49 Jahre alt gewesen zu dem Zeitpunkt und erst ab 50 Jahren durfte man Sachen auch verwenden. Damals zumindest, heute hat es wieder geändert, aber deswegen waren wir bei den großen Compilations ein bisschen unentschlossen, haben dann gesagt, wir lassen es lieber bleiben. Aber egal, der Track ging voll durch die Decke, die Vinyls haben sich super verkauft, auch digital lief es gut. Der Name Min und Bastian Schuster wurde bekannt, aber auch das Label Off Recordings hat dadurch einen riesen Kickstart hingelegt, weil es war ja gerade erst die 4. Veröffentlichung, vorher hatten sie auch nicht so großen Erfolg. Ja, und gerade weil es jetzt 10 Jahre her ist, ich habe genau vor 10 Jahren meinen Vertrag unterschrieben gehabt, habe ich mir doch gedacht, machen wir doch einfach nochmal eine EP. Lizenzieren den Track nochmal, wobei ich den eigentlich gar nicht mehr lizenzieren muss, weil der Vertrag geht eh nur 10 Jahre. Und habe den Track einfach nochmal ein bisschen überarbeitet, 2 andere Tracks dazu gepackt, die auch eine besondere Bedeutung für mich haben und noch einen neuen Remix von Ale Castro. Ja, und diese EP, die kommt am Freitag auf meinem Label My Favorite Freaks raus. Auf der EP ist auch noch der Track I'm My Favorite Freak. Und I'm My Favorite Freak hat insofern eine große Bedeutung für mich, was ihr euch wahrscheinlich schon denken könnt. Das ist der Namensgeber von meinem Label, von der Booking-Agentur, von meinem Promopool. Nämlich My Favorite Freaks ist abgeleitet von I'm My Favorite Freak. Und ja, auf diesem Namen haben wir mittlerweile eine richtig krasse Marke aufgebaut. Die Booking-Agentur läuft besser denn je. Wir haben super viele große Acts bei uns, wie Pleasurecraft, Luca Agnelli und. Wir verbuchen die Leute mittlerweile sehr stark in unseren Regionen, wie Deutschland, Österreich, Schweiz, aber auch darüber hinaus sind wir mittlerweile immer stärker. Das Label hat einen sehr großen Namen. Wir hatten da jetzt auch schon verschiedene größere Erfolge gefeiert, kriegen Demos noch und nöcher. Also all das, was wir uns in diesen 10 Jahren aufgebaut haben, ist halt echt richtig krass und das hätte ich mir nie zu träumen gewagt. Ich war in 20 verschiedenen Ländern unterwegs, unter anderem Südamerika, Amerika, Korea, Russland und. Hab jahrelang auf Ibiza immer wieder gespielt und spiele auch noch auf Ibiza und bin einfach glücklich, dass ich diesen Schritt damals gewagt habe, dass ich den Nerv der Zeit getroffen habe und dass ich diese 10 Jahre durch euch erleben durfte. Schwafel, Schwafel, danke für die 10 Jahre und morgen kommt meine neue EP 10 Years of Min. Und morgen kommt dann meine EP 10 Years of Min auf meinem Label My Favorite Freaks raus. My Favorite Freaks. We'll be right back.